Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Benoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Christian ist da und Sashi ist da und wir reden heute über den 2. Oktober. Heute am 2. Oktober haben wir auch ein Geburtstagskind. Das ist richtig. Und das will der Christian bestimmt vortragen. Auch das ist richtig. Und was ist es, Christian? Ein Geburtstagskind. Thomas Muster hat heute Geburtstag. Ah. Thomas Muster, der Tennisspieler aus Österreich, der erfolgreichste österreichische Tennisspieler. Der erfolgreichste Sportler in Österreich. Ja. Insgesamt, ja. David Alaba ist noch nicht mal erfolgreich, genau. Sogar erfolgreich genau. Mit dir. Ja, Thomas Muster Geburtstag heute. Thomas, alles Gute, gell? Ja, Thomas hier, Thomas, ja. Tommy. Ja. Ja. Weißt Bescheid hier bei dem Zeichen. Weißt du, ja. Tommy. Am 2. Oktober 1998 kommt der Smart auf den Markt. Geile Kiste. Ja, du hast selbst einen Smart gehabt. Ach, du hast mal einen gehabt? Ja, als genau. Fünfter oder sechster Wagen. Ja. Bist du gefahren oder bist du nur... Nein, es war nicht wie bei Familie Feuerstein, wo ich unten die Füße raus habe. Nein, ich bin das Auto wirklich gefahren und es ist ein Platzwunder. Weil du geplatzt bist? Nein, das Auto ist wirklich groß. Aber das ist ja nur so ein Mini. Ja, aber groß. Also Mini groß. Ja, Mini groß. Ja, aber du bist doch drin gefahren. Ja. Aber wie kann denn so ein Wal in so einem Smart? Das ist geil, die Kiste ist super geil. Ich kann jedem mal empfehlen, mal einen Smart zu fahren. Mal zu fahren? Mal zu fahren. Machst du hier Smart-Werbung? Nein, oder aber... Wir kriegen doch gar nichts von Smart. Noch nicht. Noch nicht, genau. Jetzt kriegen wir einen Smart, oder jetzt was? Kriegen wir einen Smart, jeder von uns. Einen. Ja. Ich will aber gar keinen Können Smart. Können wir Smart-Rennen fahren? Ich will, ja, genau. Anstatt Seifenkistenrennen. Richtig, genau. Dann schneiden wir oben hier so das Dach ab. Mhm. Und dann machen wir irgendwie Motor raus und sowas. Genau. Und dann nur den Berg runter. Genau. Ja, ist bestimmt gut. Toll. Ja. Und wie lange bist du Smart gefahren? 3 Jahre oder? Wieso sagen wir eigentlich die ganze Zeit Smart? Keine Ahnung, ich weiß doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Nein. Also, weiß doch auch nicht, Mann. Auf jeden Fall, 1998 kam das Auto auf den Markt. Am 2. Oktober. Deswegen reden wir darüber. Genau. Ja. Morgen am 3. Oktober ist Feiertag. Ja. Hier in Deutschland. Hier in Deutschland. Ja. In anderen Ländern weniger. Richtig. Ja. Die haben mit dem Tag der Deutschen Einheit nichts. Nix. Genau. Ja, feiert schön. Genau. Aber wir sehen uns morgen ja sowieso nochmal. Wir gehen jetzt einen trinken. Cheerio, Sophie. Ciao.